Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ich bin Daniro LP und das ist meine Schwester Belle. Ist sie nicht bezaubernd? Und ja, wir sind hier in der letzten Folge in Kapitel 2 reingestartet und haben hier Bellebog Heavy Industries, heißen die, glaube ich, ne? Die Fraktion. Zum ersten Mal kennengelernt und für die haben wir direkt eine Mission angenommen, ne? Ja, du musst mir nicht immer genau sagen, was ich schon in der letzten Folge herausgefunden habe, ne? So, Level 24. Pff. Ja, wir haben hier Grace, Koleda, Ben und Anton getroffen und die wollen dafür für den einige Maschinen hier beziehungsweise Kinder wiederfinden, ne? So, und ich wusste, dass wir kriegen hier Charaktere wieder vorgeschrieben, ne? Den anderen auch, ne? Ja, wir müssen los, Bro. Und die haben sogar ihren eigenen Probemodus. Ja, wir können alle Agenten im Besitz eingesetzt werden. Nö, warum? Grace habe ich noch nicht, also ich werde natürlich ausprobieren. Mich stört nur, dass die unterlevelt sind. Die sind schwächer als meine Charaktere. So, ich habe jetzt eigentlich nichts gemacht. Ich habe jetzt hier nur einmal 60 Dinge hier verballert, also 5 Minuten hier, also weniger als 5 Minuten hier gefarmt. Kurz mal 60 Dinger hier verballert, um Antons Fähigkeiten alle hochzuleveln, bis auf seine Ultimate. Also er hat alles auf Level 5 bis auf seine Ultimate. Was vollkommen ohne Belang ist, weil ich sowieso jetzt hier eine Probeversion von ihm bekommen habe, ne? Also ja, das ist schon wieder sehr toll. Weil beim ersten Kapitel auch so hat, wenn nur die Cunning Herz gespielt haben. Ein Auto. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich lahm. Ben, du bist noch nicht mal im Team hier. アトラス。Atlas? Es ist durchgedreht, alles klar. Er hat das gedacht. それでホロに持ち場を往復するだけのつまらない仕事だと。ベン、それは違えぞ。物語に出てきた男もうちのデュアルショベルも毎日立派に筋トレしてたんだ。 Das ist voll der Aniki-Typ. なんたって筋肉を作り上げるのは日々の鍛錬だからね。それにだ。一見大したことねえような積み重ねこそが魂を昇華させるんだぜ。そうやって磨かれた魂はダイヤモンドより頑丈になる。正直。 Das hat dein Bell an der Stelle gesagt. Oh mein Gott, was für ein Mann. Mach das. Alles klar, keine Hinder. Warum wollte ich nichts? Okay. Oh, machst du dich für mich platt? Wäre natürlich perfekt.
Perfekt. Ja, mach mal. Also wir werden auch kaputt machen. Geil. Also ich bin da unten. Klar, ich meine ihn haben wir schon gesehen. Also. Ja, kann ich dich da hinschieben? Nee, ne? Ja. Ja, schnapp dir den. Was machst du da? Oh, geh da rein. Boah. Dann mache ich da dem. Okay, sei mal ja. Puh. Ich hätte ja gedacht, Grace wäre am Anfang, dann könnten wir ihre Animation mal sehen. Und sag mal ja. Hör sie. Ja genau, ich habe gesehen, sie hat eine Knarre, ne? Gott. Okay. Ich verstehe es noch nicht so. Ich will gar nicht gedrückt halten wie Billy. Wenn man die Mission einmal erledigt hat, kann man dann immer noch im Pro-Modus spielen. Dann könnte man die Charaktere immer wieder steuern, oder? So, ich sehe, sie hat da oben so Dinger, ja. Ja, mit drei wenn die abgeballert. Okay, wenn ich das angreife, dann füllt sich das. Hier muss ich immer wieder drücken. Bei Billy muss ich gedrückt halten. Das ist ein bisschen angenehmer. Ja, ich bin natürlich den Charakter, den ich nicht habe. Ne? Die anderen beiden habe ich. Also von dem werden wir noch mehr als genug sehen. Also nehme ich erstmal die Chance war hier, sie zu spielen. Ja, selbstverständlich, ne? Ultimate. Hey, du bist ein neuer Gegner, oder? Habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Man meldet sich Ferry nicht zu Wort. Er ist eigentlich nach drei Angriffen ist ja Ding schon wieder aktiviert. Das ist der einzige Charakter bisher, der im Dreieckangriff hier noch vor der Ladung schon nützlich ist. Noch mehr, du Stück. Mehr Stück. Jawohl. Sehr gut. Ja, normalerweise willst du von den anderen Charakteren immer nur ihre Fähigkeit einsetzen, wenn die einen Balken voll haben. Damit der stärker wird, ne? Weil sie kann schon ihren Dingen hier früher angreifen. Danke. Er kann einfach jemanden kaputt machen. Es gibt einen anderen Weg. Zwingen wir uns hindurch. Also ja. Nein, mein Step Bro. Mister, help me, Step Bro. I'm stuck. Stimmt ja, ich bin ja dieser Hase. Ich vergesse das immer wieder. Master.
What? Ich dachte, ich wollte auf der anderen Seite. Da. Das macht er die Wand kaputt. Ausgezeichnet. Ja, wie muss ich an Dragon Ball Z Budokai 2 denken? An dieses Minispiel, also Minispiel. Dieses Ding hier. Oh, Dennis. Das war das Highlight. So. Oh, guck mal, da muss ich Geld ansammeln. Ja, wenn ich die also nicht alle erledigt hätte, wenn ich die so normal erledigt hätte, hätte ich halt Geld gar nicht bekommen. Ne, hätte ich das hier gar nicht bekommen. Ausgezeichnet. Oh, was ist das denn? Oh, das ist das Ding. Also sieht aber nicht so freundlich aus. Bumm. Okay. Mal, die kriege ich aber nicht so. Den kriege ich aber nicht so. Anton, geh mal runter. Einen von denen muss ich erledigen, ne? Oder kann man das irgendwie machen? Ne, einen von denen muss ich erledigen, ne? Geht nicht anders. Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen, ne? Ja, was geht? Hat jetzt schon wieder vier verloren. Naja. Okay. Billy macht irgendwie mehr Spaß zum Spiel. Seinen Fernwaffen. Ha. Zack. Ein Bohrer wird euch durchbohren. Ja, den habe ich gegeben, ne? Aber voll der sticke Burn, ne? Oh, das ist der Boss. Das sind diese Bossgegner, ne? Oh, nochmal. Ja. Aniki. Also. Gut, aber die anderen, die kann ich einfach so erledigen, ne? Anton hat schon den einen erledigt. Ja. Das ist wahrscheinlich ja da oben, ne? Aha. Aber machst du ja. Einfach bei Lightning. Ja. Keine Ahnung. Eigentlich auch nicht so nützlich. Ja. Okay. Nein, da. Ah! Ich kann alles sehen. I can see everything. Okay. Oh, neuer Gegner erkannt.
Carry. Nichts, okay. Durch gegen so kleine Bohr. Hinaus wie so Gegner aus. Ah ne, das bin ich. Das ist mein Hase, der macht. Stimmt, die haben ja so einen Bauarbeiterhase. Cool. Da gibt es von jeder Fraktion auch irgendwie so einen bestimmten Hasen. Na ja, der Butler gehört wahrscheinlich hier zu Dings, ne? Zu diesen Hausmeids, ne? Was hat? Mein Gott. Aber Verschwendung. Oh, jetzt hat sie keine andere, ne? Ne, das nur, wenn sie den Bären dabei hat, ne? Ja, Problem ist halt, ne, wenn du vor, mein Gott, wenn du vorbestimmte Charaktere bekommst, dann kann es ja nicht schwierig sein, ne? Weil die müssen ja so ausgelegt sein, damit du halt auch schaffst, ne? Deswegen kann man das ja eigentlich nur schaffen, ne? Aber muss man überhaupt Charaktere trainieren, wenn ich hier in der Aufwandlung ganze Charaktere bekomme? Aber bringen wir nicht, ne? So, man einige. Einige mussten natürlich hier trotzdem mit anderen Charakteren spielen, mit eigenen, ne? Aber ich weiß, bei den Cunningham, das war da auch so, ne? Er ist auch die ganze Zeit in den Hauptstories gespielt. Der hat ja doch das volle AP. So, jetzt bohr ich dich auch noch. Sieht zwar irgendwie aus, als würde ich hier nicht wissen, was ich mache, aber ich weiß schon, was ich hier mache, keine Sorge. Es geht halt nur sehr schnell hier. Hey, deine Mami ist wieder hier. Ne? Was? Nach dem Kampf noch einen? Warum? Oh, sie ist fast tot, ey. Ah, klappt schon. Das wäre nicht passieren, wenn ich hier mit meinen Level 30er Charakteren reingehe. Hi. Ist das echt ein Boss? Okay, aber ich nehme drei Leute. Oh Mann, ein Boss. Ist der andere auch noch ein Boss? Ich habe nicht mehr so viel AP. Ich kann mich ja einmal wiederbeleben, ne? Das ist ja dieses eine Ding, ne? Ich bin übrigens nur einmal auf Screen gestorben die ganze Zeit. Was mein erstes Mal war. In dieser eine Level 35er Höhle, die ich versucht hatte. Da habe ich spätestens gemerkt, dass ich das nicht schaffe. Toll. Wir sagen, wir hatten noch keine Block jetzt heute, ne? Ja,
Sagte er, während er getroffen wird. Und wir blocken. Ja, genau so. Ja. Da. Ja. Mein Gott, ich mach doch. Ich mach doch. Na, ich war. Was ist das? Jetzt kommt der Riesenbohrer. Jetzt gibt ein Aufgabe. Das stimmt. Ich möchte den eigentlich mit Anton erledigen müssen, ne? Ein Mann gibt niemals auf. Richtig. Frage sein. Ja, mach es wie ein Mann und werde zu einem Stern. Alles klar. Ja, ein echter Mann. In den letzten 20 Minuten ist mir ein voller Bart gewachsen und dann ist er mir wieder ausgefallen. Alles klar. So. Wir legen die nächste, ne? So. Eis und Elektro. Hm. Dann spielen wir Ben. Hoah. Mal gespannt. Er ist, glaube ich, ein Verteidiger, ne? Bin mal gespannt, was das bedeutet. Also im Kontext von diesem Spiel jedenfalls. So.
Grete? Hans und Grete? プロキシに先導してもらう必要があるな。グレス、デモリッシャーの特徴を教えてやれ。あの子は真面目な頑張り屋さんさ。小さい頃のおちびちゃんも同じくらいかわいかったな。おい、それで誰がわかるっつんだよ。はいはい。普通の人にもわかるように言うとだね。あの子は地下道を掘るための機械さ。他の仕事にも対応できるよ。 建築物の解体ができる、チェーンソーも完備。ああ、それがまさか家出してしまうなんて。お前がしつこく更新しようとしたからだろ。パソコンの自動更新張りにうぜえからな。それ君も変わったね。そんな事を言うようになって。ああ。 Also noch kleiner, was? Weil verstehst du, du bist immer noch klein. Warum genau ist sie überhaupt die Anführerin hier? Die Leiterin? Da muss ein bisschen erklärt werden. 深夜に暴走族の集会に行ったり、わざと機体に傷を作ったり、マグセナイ巨大ステッカーを貼ったり、違法混合エーテル燃料に手を出したり、キューブン目のアニメを真似して他の機械と合体なんてしようものなら。ああ、すまんのかんけん。落ち着いてグレースさん。相手はまだ子供なんだから。取り返しのつかないことをする前に、あの子たちを見つけないと。プロキシ、先を急ごう。 Wenn ich nur an das ganze, an die ganze Jugendgruppe denke, die die durch das Internet lernen, ha, das ist auch furchtbar, oder? Ohne das schon. Man hat Bell da oben braune Haare, ja, ganz eindeutig blaue Haare. So, so, muss ich, oh! Platziert als Sambo, die noch drei Runden kreuzförmig explodiert und die meisten Ereignisfälle im Explosionsradius zerstört. Oh oh. Nein, da wird keiner getroffen. Warte, das Ding macht, was ich denke, was es macht. Na, jetzt muss ich trotzdem, gegen ihn kämpfen, Mann. Ja, Gefühl, das hat mir voll Zeit gespart. Na, da ist ihre Animation mal. Aber sie gibt auch so einen Schulterblick wie Nicole. So, Ben. Alter. Also was wie Kollege, ich habe mal versucht gleich zu drücken. Okay, aber ja, ihn kriegen wir ja irgendwann, ne? Von daher muss ich mir jetzt noch nicht so merken, wie der spielbar ist, ne? Und dazu abläuft, wie ich mir da denke. Da auf. Ich habe mir die Bomben vielleicht aufsparen sollen für irgendwie Sachen zum Explodieren. Das. Ich wollte vielleicht irgendwas, um irgendwas hier aufzusprengen oder so, ne? Hey, Stücke. Sorry, ich habe mal gedrückt gehalten. Also, was das macht. Er hat so ein Schild gehabt, habe ich gesehen. Um. Hä, 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 hä.
Klatsch. Oh Gott, ich will da kommen. Letzte Welle, okay. Mein Gott. Warte. Nein, ich dachte, ja. Boah, oh, ich liebe es. Ich liebe es, wie wuchtig er ist. Oh, gesagt. So. Aber bitte renn nicht direkt im Spiel rein. Das ist halt ausgewichen. Wo bin ich? Okay. Oh, guck mal hier, mach ich gar nicht die Dinger, ja. Oh. Man verfolgt mich ja immer noch. Wo kann ich dich hier einsperren? Irgendwo kann ich dich bestimmt einsperren, ne? Wenn ich das hier platziere, kannst du dich beim Bewegen, ey, ne? Das wird nicht funktionieren, ne? Oh Mann. Jetzt treffe ich mich selber gleich. Aber. Nein, komm! Ach, komm schon! Hey. Gibt's doch nicht. Wo ist er? Oh. Ich habe etwas Geld da weggesprengt. Boah. Ach, hey. Was? Kann die Karte mal rauszoomen, Mann? Ich die Gegner eigentlich alle erledigen? Nee, ne? Ist aber weg von mir. Ich gehe einfach weg, ja. Oder so ein Herzchen. Ja, jetzt bin ich weg. Ich wusste es. Ja, ich ignoriere dich einfach, ne? Also ich habe die Dinger da gesammelt. Das ist das Wichtigste. Oh Mann. Nein, der hat sich noch in der allerletzten Sekunde. Oh mein Gott. Boah, Leute. Ja, wie komme ich jetzt da durch? Mein Gott, das gibt's jetzt nicht. Boah, jetzt muss ich auch noch gegen den kämpfen. Ah, ist das schwachsinnig, ey. Die Bomben bringen überhaupt nichts, ey. Die sind viel zu klug dafür. Da ist doch irgendein Abwehrangriff, oder? Ne? Pass auf. Ich nehme an, ich muss da zu lange laden, bis der. Boah. Okay, ich muss das laden mit der Orange Schwert. Dann kann er voll den super Angriff ausführen. Alle Charaktere am Schild. Deine Charakter, die ich noch gar nicht hab. Ja, ich drücke einfach nur schon direkt Dreieck, ey. Zack. Ja,
So, jetzt haben wir eine super Attacke. Mein Gott. Ich habe die super Attacke abgefeuert, wurde, habe ich schon Gewitter draußen gehört. So. So. Ich liebe es, wie sie einfach durch die ganze Gegend hier fliegt, wenn sie einen Hammer zum Explodieren bringt. Na, blöd, das bringt mir doch nicht mal irgendwas, die zu erledigen, ne? Ja, und nun? Alles klar. Ich muss nur diesen Typen hier abhängen. Ne? Ganz geht. Geld, Geld, Geld. Okay. Was los? Was? Er hat mich voll getroffen eigentlich. Hey, was geht, na? Ich meine, ich werde sowieso nicht frecken. Ne. Hey, was geht, na? Okay. Na, komm mal her. Was geht hier ab? この声、あそこだ。なんかてるな。真っ白くんとの中の引き裂く気でしょ。でも、リシャ、会わないうちに一発の乙女になって。グレー、そい、落ち着け。だが、真っ白くんとは白いんだ。まさか、あの作りかけのビルか。 Wer hat dem süßen Mädchen eine Kettensäge gegeben? Das hatten wir doch schon. Eine Bohrsäge oder was auch immer sein soll. Ah, einfach geblockt, ja. Ah. Komm her, ich bin mal bereit für deinen Konter. Ah. Sieh, wie wuchtig seine Angriffe sind. Du meinst, das ist der stärkste Angriff, ne? Ja, das war krass, dass ein Angriff hat, der stärker ist, wenn er zwei bestimmte Charaktere im Ziel hat. Das ist schon ein bisschen krass. Komm mal, ich bitte, was die da sagen, ey, wenn es kommt. Zack. Und zack.
Und zack. Sperra, pardon. Na? Er ist weg, komm her, Chef. Dürft. Wer ist noch den hier? What? Ich liebe es, wie sie einfach so in die Luft springt, ey. Oh, das ist Feuergewitter, glaube ich. Nein. Nein, Mr. White. Das nennt man wahre Liebe. これだ。しまった。グレースは目下には強いが、恋愛は経験ゼロの投資ロートなんだ。顔を上げて周りを見てごらん。マシロ君が君を抱きしめてるよ。これは建物にとって一生に一度しか交わせない抱擁さ。彼はそれを君に捧げた上、エーテリアスからも守ってくれた。 素敵な恋人じゃない。君は見る見る目があるね。大丈夫。これは永遠の別れじゃないさ。私たちがそうさせない。ほら、一緒に帰ろう。みんなで力を合わせて新たな土地にマシロ君を立て直そう。 Oh, wie romantisch. Ach, ist das romantisch. Romeo aus Beton und Juliet aus Juliet aus Stahl. Ah, verdammt. Und ein Foto auf dem Bach. Geil. Was geht, Belle? Warum hast du braune Haare in dem Bild? Ich habe nicht gewusst, dass Ramme Pile Driver heißt. Auf Englisch. Ja, jetzt müssen wir da neue Funktionen. Wenn wir eine neue Funktion hier für mich hier vorgestellt. Ne, heute war ein langer Tag. War jetzt ruhig besser aus. Morgen wartet Arbeit auf dich. Alles klar. Also sogar irgendwie so meine Vermutung, ehrlich gesagt. Was heute viel Energie verbraucht. Gar nicht wahr. Ich habe noch 86. Angeblich ist auf der linken Seite hier Bells Zimmer. Ich habe schon Bilder davon gesehen, angeblich soll das ein bisschen unordentlicher sein als Weißes Zimmer. Also warte, darf ich dich vergessen, nicht ein Mensch bin, darf ich... Was? Warte,
darf ich nicht vergessen, dass ich ein Mensch bin. Ich darf noch nicht. Das ist nur ein Metapher, start jetzt neu. Okay. Oh, das haben wir aber gesehen haben, ne? Thors. Alles klar. Endlich kann ich mich ausruhen. Diese intelligenten Maschinen von Bellbox, sie sind nicht doch ein bisschen zu intelligent. Hoffentlich wird die letzte ein bisschen einfacher, ein bisschen normaler. Nein. Du ruhst dich ohne Unterbrechung aus, sowohl dein Körper als auch dein Geist sind ganz entspannt. Ja bitte, Hollow Rider. Herausforderung angenommen. Ja genau, das ist die richtige Antwort. Aufgrund deiner schnellen Reaktionszeit vermute ich, dass du kürzlich unser VR-Spiel Assoziation gespielt hast. Und habe ich eine großartige Ankündigung für dich. Hollow Rider hat eine neue Inhalte eingeführt. Ach so, das ist dieser Arcade-Shop hier. Sind bisher nicht schon stark genug? Okay, sorry. VR-Spiele Assoziation am neuen Teil Jakob Lumina. Oh, kann ich neue Sachen farmen? Wäre natürlich super. Oh. Kann ich jetzt diese Dinger? Ah, jetzt kann ich bestimmt diese Dinger farmen, um Dinges hier zu bekommen. Ne? Ah, jetzt kann ich mal mit ihr reden. Guten Tag, herzlich willkommen. Hi, ja, Rekrutierungsclub. Möchtest du die neuen eingeführten Level-Experten-Herausforderungen ausprobieren? Ja, alles klar. Der Schwede, ich dachte erst, ob er diese Karte. Hey, da ist wieder Dings. Ja, so hat die Experten Herausforderung mit den neuesten Simulationsserver. Da kam sie sogar aufgenommen. Waren es noch mal andere Spieler vor Ort? Okay, ich gehe mal kurz auf blockierte Szenen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Multiplayer irgendwie was. Muss ich mal kurz hier reingehen. Jetzt habe ich mir Experten, wird mir irgendwo meine UID angezeigt. Naja, noch nicht. Dann kannst du gegen folgende Gegner antreten. Notorisch, Dallaran. Hey, notorische Jagd. Das ist doch das, was ich machen muss irgendwie, ne? Hier sind die Basisinformationen des Gegners. Ja, irgendwie Weltbosse? Ja, 40, das sind Weltbosse, ne? Ah, dafür brauche ich alles klar. Ja, ich weiß. Mach mal den platt, ich weiß. Und das sind diese Dinger, die ich für einige Charaktere brauche, ne? Machen wir mal. Warte, neues hier. Er ist schwach gegen Eis und Äther. Habe ich. Habe ich Eis, Äther. Und wer ist denn noch stark? Ich mal Billy für Fernkampf. Dann ich mal Butler, wo ich nicht genau verstehe. Oder ist er mittlerweile stärker? What dann? Also dann sehen wir irgendwie aus wie Weltbosse, ne? So wie ein Genshin, wo du ja Weltbosse erfahren musst. Zeig mal. Wir sind jetzt hier alles Bosse. Schon mal bekämpft haben. Das kann Boss. Oh ja. Zack. Also noch keine Bosse, ja? Kommt wahrscheinlich noch, ne? Du. Oh du, alles klar. Ja, ich schon ein paar Mal bekämpft. Oh, den finde ich eigentlich gesagt ein bisschen nervig. Und da ist halt nicht der. Aber. Ja. So, meine Energie fühlt sich so schnell auf. Auf einmal. Jetzt mache ich endlich mal mit meinen starken Charakteren rein, ey. Nein, noch mal. Nein, ich will so.
ganz schön stark kaputt. Vielleicht hat noch nicht der starke Gegner, den ich mir vorgestellt hatte. Ja. So. Bob. Das gesagt hat. So, und damit habe ich jetzt, glaube ich, Materialien bekommen, ne, für eine Charaktere Passivfähigkeiten, ne? Okay. Schwierigkeitsgrad der Expander-Ausforderung hat tatsächlich einen lohnenswerten Wert. Kann durch hochdimensionale Gegner erfasst werden. Wenn sie richtig genutzt werden, kann diese Fähigkeit im praktischen Kampf erheblich verbessert werden. So, ja, jetzt tun die mir wieder ja sagen. Hier soll ich rein. Das sagt mir jetzt nicht viel. Ich sehe einfach nur, Werte gehen hoch. Das ist alles, was ich wissen muss. Ja. Ja. Mein Gott. Das hat er mir ja aktiviert. Zum Glück benutze ich Ambi. So, da kriege ich auch noch dann, ne? 4 Stück. So, ich sehe nur, die Werte gehen ja hoch, also. Das ist alles, was ich wissen muss. Na, sieht aber sehr gut aus dann. Muss dann für jeden Gegner hier was machen, ne? Okay, alles klar. Und ich glaube, das ist das hier, was ich hier brauchte, ne? Hier um, ja, einmal hier verbessert die Passivfähigkeit und dann Scheo-Verteidigung. Ich weiß nicht, was das ist, aber das muss ich auch irgendwann machen. So, ich nehme an, das sind alles Gegner, die wir schon mal einmal gesehen haben, ne? Von daher, aber wir können ja noch mal hier reingehen, ne? Für irgendwann müssen wir ja nur einmal machen, dann. Recht chillig irgendwie. Also man kann die noch mal hochleveln, aber sieht nicht irgendwie so aus. Was ist angefasst? Hört sich um 25% passive Kernfähigkeit, mechanische Mappe, Fertigkeitsstufe. Ich kenne die dann gar nicht mehr auswendig hier. Ich weiß nur, die Sachen gehen hier auch, das ist auch das Wichtigste, ne? Um Anwendung von Nicole Spezialangriff verstärkt oder nachher verstärkt den Basisangriff auf Treffen vom Gegner. Ja, einfach alles wird hier erhöht, sehe ich nur. Sehen nur, wie alles erhöht wird, ne? Das ist alles genau das gleiche, nur halt höher. Basis angeführt sich um 25%. Was ist das hier? Tödliche Nachrufe. Und solange hat nicht, da kostet auch gar nicht so viel. Danny, sehe ich gerade. Da ist schon wieder der. Ich habe mal gegen neue, ne? Die haben wir schon alle gesehen. Ne? Hans, Energiegeladen, ja, sind alles Gegner, die wir schon gesehen haben. So, dann mache ich das offscreen, ne? Und habe dann wieder ein paar neue. Also deswegen habe dann beim nächsten Mal wieder ein paar neue. Heißt sie weg? Ich wollte von dir ein Foto machen. ihr seid Haifischmädchen weg, Mann. So, gehen wir mal zur Theke. Wiederhole hoffentlich nicht mehr so viel Cutscenes kommen hier, ne? Sprich mit Brell. Hey Brell. Weißt du, bist zurück. Wohin bist du so früh am Morgen gegangen? Erzähl Bell, was in der HIA passiert ist. Ach so, die HIA hat ein neues Probelevel für VR-Spiel eingeführt. Es wird gesagt, dass hier solche simulierten, hochgefährlichen Ätherial nur von internen Experten genutzt wurden. Es scheint, dass die HIA noch viel investiert, um die Besten der Besten anzulocken. In Zukunft sollten wir unsere bekannten Agenten ihre Fähigkeiten verbessern möchten, sie dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. Weiß, was hast du heute noch vor? Hast du irgendwelche Vorschläge? Das HDD-System gibt gerade rechtzeitig einen Ton von sich. Es findet sehr schnell einige passende Aufträge und sendet die Informationen an dein Handy. Also, heute gibt es ziemlich viele passende Aufträge. Was willst du aus? Alle. Okay.
Dann habe ich wohl wieder was offscreen zu machen. Sehr gut. Venus. Jedes Mal, wenn ich zu den Hasen darüber gucke, liegt am Boden. Mein glänzender neuer Stern, der Bronze, ist ja in letzter Zeit ohne Aufträge langweilig geworden. Komm auf den Punkt. Hä, du willst voll über die Arbeit reden? Trotzdem ist es ein bisschen direkt, aber mir gefällt auch diese Art von Kommunikation. Ich habe dir ein paar Informationen des Auftrags über das Internet geschickt. Ja, werde ich bis zur nächsten Aufnahme alles abgeschlossen haben. Das glaubst du mal. Ich habe ein Café an der Sixth Street. Zum Zeitplan hinzufügen. Ja. Nur zwei sogar. Boah. So, was ist denn da meine Hauptmission jetzt? Sprich mit Bell. Bring den Tag in deinem eigenen Tempo, okay. Für die Mission geht dann nicht irgendwann hier aus Versehen weiter. Ist da nichts. Ja, gut. Okay, man, hier sind da wieder ein paar neue Quests aufgetaucht, ne? Ja. Hier werde ich dann wieder alle offscreen machen, ne? Weil das jetzt nicht so was Bedeutendes, kann ich die schon auf Sprich machen? Ne, ich glaube, da muss ich jetzt das ganze Kapitel abschließen, ne? Na gut, dann habe ich wieder ein paar Tage was zu beschäftigen. Ich werde aber wahrscheinlich alles in einem Tag hier schaffen, wenn ich weitermachen kann. Ja, nicht so lange dauern, ne? So. Hier sind neue Quests alle, die werde ich aber alle auf Screen machen, ne? Wenn ihr nichts dagegen habt, ne? Sind da nicht so unglaublich wichtig, ne? Also wenn ich halt nicht alles aufnehmen, das dauert dann viel, dann wird das Projekt noch viel länger dauern, ne? Und wir wollen ja vorankommen, ne? Gut. Ja, dann sage ich, das war's für diese Folge, ne? In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich schon wieder alles hier erledigt haben, ne? Mal schauen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.